Hallo und herzlich willkommen zu Samcard und ein weiteres Video. Heute mit dem Spiel Service IT, You Can Do IT. Ja, so heißt das Spiel. Ich habe es nicht mehr nicht ausgedacht. Wir kriegen ja eine Tech-Demo zur Verfügung gestellt, die wir uns angucken können. Und ja, danke auf jeden Fall für den Key. Und wir schauen einfach mal rein. Es geht hier wohl darum, dass man wohl Computerparts hier bauen kann. Wir machen erstmal kurz die Musik aus. Man kann hier Computerparts bauen, wohl auch reparieren und dann wird das, glaube ich, dementsprechend auch verkauft. Ja. Hier tun wir so ein bisschen sozusagen ins Innere eines PCs so ein bisschen uns reinfuchsen. Mal schauen. Was können wir hier? Auf jeden Fall ist schon mal Deutsch, ist schon mal ganz gut. Audio Voice-Over. Okay. Machen wir einfach mal rein. Okay, Spielername. Hund, Katze, alles klar. Naja, wir lassen einfach den Typ. So. Das hier. Mal nehmen wir das. Firmenname. Ist doch wohl klar. So. Zack. Und weiter geht's. Können wir hier auch Platinen und sowas selber löten und sowas alles? Mal gucken. Before we start, I have to make sure that you are not a robot. Please move forward. Test der Menschlichkeit. Alles klar. Oh, und was ich wieder. Also, guckt euch das an. Wer spielt mit sowas? Guckt euch das an. Wer findet sowas gut? Sowas erlebt man doch in der realen Welt auch nicht. Also, ich verstehe das immer nicht. So, warte mal, Bild begrenzen, 60 FPS, wir müssen erstmal wieder das einstellen, so wie es immer ist. Aber diesmal haben sie es extra gemacht, ja, manchmal ist es ja schon in den Dings mit drin, ne? Ja, es ist schon ein bisschen besser, aber es ist immer noch, ne, aber egal. So, okay. Turner, excellent. You got the basics of being human. Now, let's go to work. Sometimes you will need some parts. Please make an order. Aber irgendwie ist immer noch die Musik drin. Ja, habe ich da eigentlich raus immer. Zack. Go to your computer. Ja. 40 FPS. Zack. So, hat das nicht gemacht. Ja, da ist raus. Nee. Ist immer noch nicht. Warum macht er keine Einstellung? Weg, 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 weg. So. Hat das jetzt endlich gemacht? Nein, macht er nicht. Ja, dann machen wir das hier rein. So. Macht das jetzt? Ja, jetzt hat das komisch was drin. Komisch. Normalerweise. Nee, hat er wieder. Egal. So, jetzt geht's ja manchmal mit dem Internet, machen sie eine Bestellung, gehen sie dazu zum Computer, okay. Also sieht schon mal optisch gar nicht so schlecht aus, ja, das sieht schon mal gut aus. Was ist das hier alles? Schalter, Licht. Ah, okay. Also es ist wahrscheinlich für das Zimmer hier drin. Ah, okay, verstehe. Okay, gut, naja, wir machen erstmal das, was er sagt. So. Oha. I just got disconnected. I feel different. Okay, gleich mit Hackerangriffe hier. Auch nicht schlecht. To be careful. We will work on security, but for now, let's come back to your work. Mhm. Ja, werde ich beglückwünscht, dass ich hier Dings bin. Jetzt Geschäftsführer deines Service-IT-Bereichs, Willkommenskunde. Dann irgendwie mit Bank. Keine Ahnung. Das ist jetzt einfach so neue Angebote. Okay. Zack. Und dann hier so ein Pesa.
Okay, die drohen mir sozusagen, dass hier jemand kommt. So, Hauptplatin-Mission. Okay, gut. So, my head some cut ich mehr. Nice. So. And then on the configurator. Hab ich. Also hier. Choose motherboard, processor and RAMs. Achso, ich muss gerade kaufen oder was? Okay. Motherboard, ja. Prozessor. Und RAM. So. Nice RAM. Cool. Und was I extra klein geschrieben, ja. Damit das nicht so zu Intel führt. Go to checkout and place your order. That was an exhausting day. Anyway, that's it for now. Go home. Use the doors to quit and finish your day. Mhm. Ich muss sagen, die Übersetzung ist wenigstens richtig, ja. So, kaufen Sie mit dem Packen die Kiste mit Teilen aus. Okay. Aber ich muss immer nach Hause. Gut. Ausgangstür. Sind Sie, dass Sie zum nächsten Tag übergehen möchten? Ja. Okay. Okay. Habe ich es bekommen. Alles klar. Oh. To do this, just left click on the workstation while holding the motherboard. Then go to work mode by clicking on the workstation. Okay, also ich muss alles selber bauen jetzt hier oder was? Okay. Legen Sie das Motherboard jetzt auf die Workstation dazu. Einfach auf die Workstation klicken, dabei das Motherboard halten. Gehen Sie dann in den Arbeitsmodus und klicken Sie auf die Workstation. Was für ein Arbeitsmodus? Wie gehe ich in den Arbeitsmodus? Arbeitsmodus. Hä? Wenn gehalten, so. Ah, ich muss. Okay, verstehe. Ich muss hier nicht aufs Motherboard drücken, sondern hier auf die auf den Arbeitsplatz. Okay. Okay, krass. Okay. To put in the motherboard together. It's easy, you'll see. Unlock the lever and CPU cover back. Das ist interessant, dass das Motherboard schon mit 2 Terabyte hier geliefert wird. Nett. So, Riegel, okay. Ja. Zack. Insert the CPU by clicking on the slot and selecting the appropriate item. Remember okay. That the items you want to put in must always be in your inventory. Lock the slot by clicking on the CPU cover. Ja, das ist also für jemand, der einen PC schon zusammengebaut hat, sollte das ja eigentlich kein Thema sein. Click on the slot and select the appropriate exit mode by clicking ESC. Also das ist jetzt, dass wir zusammensetzen, das war's. So. To sell an item, hold alt. And left mouse button on it. Ich sollte das nur zusammensetzen und jetzt verkaufen, oder was? Okay. Before we go any further, so einfach. For you. Open the box on the table. Box auf dem Tisch? Welche Box auf dem Tisch? Hier ist so ein Schlüssel. Box auf dem Tisch hier. Okay. Was ist das? Applications, some of them are also on your computer. Notes store information useful in performing certain activities. To hide, remove the phone, press Q. Also süß, Hundebild. Open the contracts app on your phone. Here you will find job orders from clients. Okay. So, was soll ich machen? Gar nichts. Okay. Man dringt Hilfe bei der Konfiguration von Active Servern. Alles klar.
Machen wir das. You will get an email with details from the client. So now open the email application. Time-Batterie, Nachrichten sehe ich auch. Hilfe. Okay, das ist so eine Enzyklopädie. Was ist das hier? Nee, wurde kein Gerät mit der Fähigkeit, das Passwort zu übernehmen, erkannt. Okay. Aber, nee, ich kann nichts eintragen in den Notizen. Okay. Wie öffne ich das? Auf Q. Okay. Q. E-Mail. Benutzerunterstützung. Hallo. In letzter Zeit gab es personelle Veränderungen in der Firma. Normalerweise hilft uns unser IT-Spezialist in solchen Situationen. Aber jetzt ist er im Urlaub. Wir würden es schätzen, wenn Sie die Aktiv-Server-Anwendung ausführen. Wir haben Ihnen bereits Zugriff gewährt und die folgenden Änderungen vornehmen würden. Benutzer Martin Warik entfernt das Passwort von Clemens Rux zu Paper Solution 135 ändern und die Option aktivieren, dass dieser Mitarbeiter sein Passwort bei der nächsten Anwendung ändern muss. Wenn Sie gute Arbeit leisten, werden wir uns wieder bei Ihnen melden. Okay. Dafür braucht man einen IT-Spezialist, okay. Gut. Sich auf Ihrem Computer Desktop. Jo. Aktiv-Server. Unternehmen auswählen. Once you've done everything, enter the contracts application and complete the order. Okay, Gerät Benutzer. So, ich soll Martin Webeck hier rausschmeißen oder was? Das ist das. Benutzer Martin Webeck entfernen. So, er ist gelöscht. Zack. Dann der Clemens Rux soll Paper Solution 135 das Passwort sein. Passwort. Incorrect Pass, okay. So. Und ziehen Sie Änderungen, das kann man bei der nächsten Anmeldung speichern. So. Okay. Das war's. Können wir rausgehen und den Auftrag abschließen. Du hast gerade $1 Million gewonnen. Hallo, liebe Nutzer. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie soeben unsere Lotterie eine riesige Summe von $1 Million gewonnen hat. Ihr Glück hat sie soeben erreicht und nun können sie Luxus und Reichtum gewinnen. Um den Gewinn zu Anspruch zu nehmen, bestehen Sie bitte sofort Ihre persönlichen Daten, einschließlich Ihre Bankkontonummer und Ihres Passworts. Dies wird den Prozess der Überweisung auf Ihr Konto beschleunigen. Denken Sie daran, dass dies eine einmal gelingen ist. Bla bla bla. Klicken Sie hier, ja, passiert gar nichts. Okay. Es passiert gar nichts, naja. So. Gut. Auftrag, Verträge abschließen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Vertrag abgeschlossen. Achso, die redet ja. Take a rest. And when you come back, we will continue to work with you. Move on to the next day. 5,5 Sterne. Na, so muss das sein. Zack. Super. So. Eve-Link, was macht der? Zusammenwirken. Okay. Wegwerfen. Sieht gar nichts. Was ist das hier? Weiter. Nee, ach so. Anschalten. Kann ich irgendwie ranzoomen oder so? Nee. Kann ich nicht. Was ist das für ein Ding? Ah, ist bestimmt die Musik oder sowas. Verstehe. Ist das hier? Was passiert? Ist doch eine Sicherung hier, oder? Rot bedeutet immer Sicherung. Ist doch irgendwas passiert. Hat nur der ganze Bildschirm gerade gewackelt, aber... Okay. Verschlossene Tür. Da habe ich doch den Schlüssel her. Wo ist der Schlüssel? Hier. Aber egal. Wir machen erstmal nur die Dings, ne? Wir. Das Tutorial. So. Nächsten Tag. Welcome back. Now go to your computer and turn on the courses application.
So alles Müll hier, oder? Naja. So, Computer Courses. Kurse. Here you can acquire new skills and develop the ones you already have. It will teach you how to perform a certain activity, unlock new contracts and much more. It just so happens that I have a discount for you on your first course, so you can take it completely. Lötkurs, okay. Oha. Also es hat ja auch viel mit Programmierung nachher zu tun, das Spiel. Hier muss man wohl auch Server, Daten programmieren, sowas alles. Ah, das Set kennen wir doch. Alles klar. So. RFI-Board auf und klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die Lötstation. Okay. Now enter the working mode by clicking LMB on the soldering station. Okay. Ja. Aufzuheben. Auf die Werkbank. Das hätte man vielleicht vorher machen sollen. So, Arbeitsstation finden Sie Schraubendreher. Ja, okay. Okay, gut. Muss ich den nehmen und zack. Ah, cool. Put down the screwdriver and remove the cover by clicking on it. Okay. So, und jetzt? Baumwolltücher und die Platten zu reinigen. Tissue and holding the left mouse button on the board. Move the mouse until the dirt disappears. Okay, langsam machen. Okay. Klicken Sie auf den roten Schalter, um das Multimedia einzuschalten. Es hat mehrere Modi, die durch Klicken auf das Rad geändert werden können. Abhängig von Element, das wir messen, müssen wir den entsprechenden Modus auswählen. Um herauszufinden, welchen Modus Sie wählen sollen, schauen Sie unten rechts auf die Matte. Dort finden Sie unter anderem Hinweise darauf, welcher Multimedia-Modus verwendet werden sollte, um die Werte des Elements korrekt zu messen. Mit Sonden halten Sie die linke Maus auf dem Element gedrückt, das Sie messen möchten. Okay. Der auf dem Multimedia angezeigte Wert außerhalb des Bereichs der Werte liegt, die über den angemessenen Element angezeigt werden, ist es defekt. Mhm. Ach hier. So. Was soll hier passieren? Okay. Multimedia. Was soll ich jetzt hier machen? Den entsprechenden Modus für das Bauteil, das Sie messen möchten, nehmen Sie die Prüfspitzen auf und messen Sie den Widerstand. Was steht denn hier? Was soll ich hier machen? Herz. 600 Volt. Diode, was soll ich denn hier einstellen? 2NF. Muss doch. Wir haben was anderes hier. Das hier. So. 2K haben wir. Aber es sind doch zwei Werte jetzt hier drauf, das verstehe ich nicht. Hm, okay. 102, 2 dieser Wert. Gut. Müsste jetzt doch eigentlich. Eins. Temperatur an Lötkohl mit den perfekten Tasten ein. Ja. Hä? Okay. Was ist Löten? Wenn Sie bei einer Theke beide Lötstellen entlöten sind, klicken Sie darauf, um ihn zu entfernen. Und dann des defekten Bauteils. Nehmen Sie ein neues aus der Kiste neben der Lötstation. Okay. Ja. Stellen Sie sich Ihr Widerstand befand, um einen neuen Widerstand zu platzieren, wählen Sie das entsprechende Element aus dem entscheidenden Menü. Wenn das Menü kein Element enthält, bedeutet dies, dass Sie kein Element im Inventar haben. Für das Bauteil erfolgt auf die gleiche Weise wie das Entlöten. Okay, gut. Aber woher sehe ich denn jetzt? Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also, wir haben das hier 2K, was auch immer. Ich glaube, das ist Omen oder so. So ganz genau weiß ich nicht. Wird ja nicht erklärt hier. Ist schon schlecht, ne?
dass das hier nicht so erklärt wird. So, zwei Omen haben wir eingestellt. Da müsste jetzt ein Ergebnis hier rauskommen von 102 oder 821. Stehe ich nicht. So, ist ja nur das eine, was wir hier wirklich antasten können, das hier. So, da kommt ein Wert von 1 raus. Da müsste ein Wert, ja, keine Ahnung, was da für ein Wert rauskommen soll. 102 oder 821, ja, was sind das für Zahlen? Keine Ahnung. Widerstand 01C. Ah, hier. Widerstand 01C ist 20. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ah, okay. Den soll ich angucken. Widerstand 01C, also muss ich einstellen. 20. So, was soll da für ein Wert rauskommen? 01C oder was? Kommt Wert 6 raus. Ja, hä? Aber wo sehe ich denn diesen Wert? Das ist wieder so unersichtlich, ja? Hier steht 01C und das ist doch so verschwommen, finde ich, oder? Das wirkt so richtig verschwommen, aber das ist irgendwie nur mein Bildschirm. Ist da oben auch so? Ja, ein bisschen, ja. Total komisch. Verstehe ich nicht so. Das verstehe ich nicht. Also 20 solche K, bla bla bla. Die 01C. Aber was für Werte sollen rauskommen? 11 Volt oder was? Das ist nur 6. 11 Volt bis 13 Volt, 1,8 Ampere bis 2,5 Ampere. Sollte rauskommen, okay. Das ist entweder zu hoch oder zu wenig. Alles klar. So, schon wissen wir Bescheid. Okay, jetzt müssen wir also das löten. Zack. 300, warte mal. Steht da 280 Grad bis 320. Okay, das ist also okay. Schalten Sie das Löteisen ein. Stellen Sie die Temperatur auf 300 Grad, haben wir ja. Okay, warte mal. Muss ich glaube ich wieder reinstecken hier. Zack. Aber wie erhöhe ich das denn? Oder macht das weniger? Ah. Jetzt okay. Jetzt nur auf 300 Grad drücken und dann kann ich hier plus minus. Okay. Gut. So, dann löten einstellt sich die Temperatur auf 300 mit der roten Taste ein und löten diesen Widerstand aus. Denken Sie daran, dass das Element zwei Lötstellen hat. Was macht er denn jetzt? So, jetzt muss ich das ablöten. Einmal hier. Zack. Okay, abgelötet. Und hier. Abgelötet. Zack. Jetzt ist es abgelötet. Jetzt sollte ich das Ding entfernen können. Da. Okay. Ist der Widerstand 1. Ach so. Ja, jetzt. Then click where it lies and choose from the available options to put a new resistor in its place. After that, dann muss zur Verwerfung klicken. Also dann auf die Stelle, in der es lag. Ah, okay. Also ich muss es erst in der Hand halten und so weiter. Und also ich kann nichts, wenn ich es in der Hand halte, kann ich diesen Arbeitsplatz nicht anfangen zum Beispiel. Okay. So, jetzt haben wir das da reingemacht und jetzt muss ich wieder löten.
Zack. Zack. So, das ist dran. Wechselt auch gleich die Farbe. Platinenprüfung. Verwenden Sie die Regler, um Amps und Volts einzustellen, die für Ihr Board geeignet sind. Denken Sie daran, dass diese Informationen in der unteren rechten Ecke der Matte finden können. Verwenden Sie zum Drehen der Regler das Scrollrad. Okay. Stecken Sie das Board ein, indem Sie mit der linken Maustaste auf das Netzkabel klicken. Wenn die LED grün leuchtet, funktioniert das Board. Wenn sie rot leuchtet, funktioniert das Board immer noch nicht. Solange Amps und Volts auf 0 eingestellt sind, leuchtet die LED nicht auf. Okay. Achtung, bei realen Temperaturen kann das Zerstören der Platine durch zu hohe Ampere- oder Volt-Einstellung passieren. In diesem Fall müssen alle nicht funktionierenden Elemente ersetzt werden. Okay, also ich muss aufpassen. So, klicken Sie Kabelanschluss, um ihn zu dingsbumsen. Okay. Okay, also hier nochmal. Also 11 Volt will er haben. 11 Volt bis 13 Volt. Machen wir mal die goldene Mitte. 12. Und hier sind es 1,8 Ampere. 1,8 bis 2,5. Also machen wir hier wieder 2 Ampere. So. Weil wir können ja das nicht. Doch, ach so. Also wir können es auch ein bisschen geschickter einstellen. Fehlen 700, also 300. So. Ja, das ist so die Hälfte, denke ich. So. Genau, Hälfte von 1,8. Ja. 1,8 bis 2,5 ist die Mitte, sozusagen 2,35. Und ich denke mal, da werden wir nicht viel falsch machen. So, okay. Und anschließend. Zack. Jetzt scheint es wohl grün geworden zu sein, genau. Durch das Grüne jetzt ist alles okay. Funktioniert alles, wunderbar. Und jetzt muss ich dann wieder alles draufsetzen. Die Schrauben drin. Zack. Also es ist so eine Mischung aus, wie gesagt, man muss sich um Computer kümmern, so ein bisschen IT, man muss so Platinen zusammensetzen. So. Zack. Wählen Sie den Arbeitsmodus, nehmen Sie den Laser auf und legen Sie ihn auf das blau-orangefarbene Regal. Ja, dann gib mir das doch auch. Hä? Nehmen Sie das Brett auf. Ach, jetzt ist rechte Maustaste, okay. Und da ins Regal legen. Zack. Gut gemacht, du hast den Kurs abgeschlossen. Ich werde dich nicht in VR einsperren. Okay. Sie haben gewonnen. Lötkenntnisse, Lötzubehör, Laden, neue Arbeitsplatz, neue Mission. Okay. Gut. Das ist so das Grundwissen, was man über Löten kennengelernt hat. Notiz. Ah. Hier sind auch ganz viele Zettel, die hier einfach so rumliegen. Okay. Nehmen Sie mehr Aufträge an. 2 Aufträge abschließen und etwas Geld verdienen. Okay. So, Q, Aufträge. Dringend, wir brauchen Ihre sofortige Antwort. Sehr geehrte Benutzer, wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihr Konto aufgrund von ungewöhnlichen Aktivitäten gesperrt wurde. Um den Zugang zu Ihrem Konto wiederherzustellen, ist es notwendig, dass Sie Ihre Daten umgehend bestätigen. Ah ja, das sind wieder diese Spam-Mails, ne? Da muss man echt aufpassen. Euer KI, willkommen. Geschwindigkeit von 1 Terabyte pro Sekunde kommen bald auf den Markt. Das wäre schön. Das wäre schön, das wäre ein Träumchen. So, Aufträge ist hier. Haben wir keine. Doch hier, verfügbar, aktiv. Ah, hier unten. Okay. Smartes Büro. Dringend kann die Tür nicht öffnen. Der Laser ist kaputt. Ethernet-Platine zur Reparatur. Benutzer verwalten. Gut, dann machen wir Benutzer verwalten. Frist, wir haben auch noch eine Frist, okay. 12. Ne, 23.12.2024. Naja, ist doch. Das dauert aber alles noch ein bisschen. Wir haben erstmal den 6.3. hier. Okay, das können wir auch alles annehmen. Das haben wir schon 2 angenommen. Und das können wir auch annehmen. So, zack. Okay. Gut. Mal schauen, was müssen wir hier machen? Achso, wir kriegen ja E-Mails.
E-Mails, neue Mitarbeiter. Stütze bei der Nutzerweiter. Wir haben eine Empfehlung von einer Firma. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt da ran an den Computer, gehen an aktive Server. So. Jetzt lesen wir mal. Also, Firma enthalten mit der Zusammenarbeit. Naja, haben wir uns an sie gewandt. Zwei Benutzer hinzufügen: Samantha Keys. Okay. Hinzufügen. Also, die heißt Samantha Keys. Typ ist Benutzer. E-Mail ist SK, bla bla. An der Trans. So. Benutzername, sagen wir es Escate. Ja, gut, dass man alles schön kopieren kann. So, zack. Kann man einer beim nächsten Anmelden auswählen. Okay. So, und der zweite kommt auch gleich hinzufügen. Kathleen Carey. Vorname. Kathleen Carey. So, Typ Admin. Ja. E-Mail ist das. So, Benutzername C. Carry. Passwort. Ist aber ein gutes Passwort. Antwort beim nächsten Mal markieren. Ja, okay. Gut. Erledigt. Dafür braucht man IT-Experten? Krass. Das ist ja einfach. So. Aufträge. Benutzer verwalten, abschließen. Zack. So. Haben wir geschafft. So, Bewertung der Aufgabe 5 von 5. Wunderbar. Das liest man doch gerne. Auch schön Geld gemacht. Super. So. Büroeingang. Guten Morgen, seit einer Zeit lässt die Bürotür meines Büros nicht immer öffnen, aber heute hat das alle Grenzen überschritten. Ich brauche dringend eine Reparatur des RFII-Kartenlesermoduls. Die Lieferung erfolgt am nächsten Werktag. Ich würde Sie bitten, sich zu beeilen. Okay. So, was ist hier, Adam-Platine? Ich habe letztes Jahr programmieren gelernt und habe versucht, ein paar Dinge an einem Adam-Modul zu ändern, das auf meinem Regal verstaubt war, aber etwas ist schiefgegangen. Jetzt ist es kaputt. Hilfe. Defekte Teile reparieren. Gut. Wo kriege ich das denn her? Muss ich wahrscheinlich warten. Und Toilette gibt es ja auch. Interessant. Okay. Lötstation haben wir jetzt auch gekriegt. Wunderbar. Was ist das hier? Nix. Okay. Tresor? Kann man das wegschmeißen, oder? Kann er im Müll? Nee. Kann nicht im Müll. Okay. Wer weiß, was das alles ist. Verschlossene Tür. Sonne verschlossene Tür. Ja, was ist das hier? Ah, brauche ich einen Pin? Achso, das Tablet-Pin, stimmt. Der Tablet-Pin ist 3815. 3815. Ah. Was hier? Kamera? Okay. Sehr lustig. Wo bin ich denn? Eigentlich sollte ich doch hier stehen. Was ist das? Keine registrierten Vorfälle. Ah, Klima. Okay. Was? Muss ich das jedes Mal eingeben? Ernsthaft? Das ist ja blöd. 3815. 815. Lüftergeschwindigkeit. Oh, wie. 3, 1, 8, 5. Ne, 8. 1, 5. So. Okay, Workstation Room, Server Room, Bath Room. Ah, okay, kann ich so Dings einstellen. Alles klar. Verstehe. Gut. Klimaanlage halt. Okay, ich denke, wir machen den nächsten Tag. Dann kriegen wir wohl Lieferungen. Eine nur. So, Ethernmodul. Ah, ne, doch nicht. Ethernmodul, LFD, haben wir beides gekriegt, okay. Ja, das ist natürlich top. Sie können es hier nicht ablegen, müssen also beide gelötet werden. Na, klasse.
Ja, müssen beide gelötet werden. Was ist denn mit einem Metallhaufen hier? Boah, Alter. Komm doch nicht mal raus hier. Was ist los? Metze. Bisschen hakelig alles. Kachelhaufen. Wieso kann ich die hier nicht reinpacken? Komisch. Genau, schieben. So. So geht das auch. Schieben. Zack. Das ist alles noch nicht so ein bisschen ausgereift. Das muss noch ein bisschen besser gemacht werden. So, wegwerfen. Jetzt haben wir es geschafft. Aber ein bisschen für Ordnung sorgen hier. Grauenhaft. So, Metallhaufen wegschmeißen. Paletten. Kann ich gar nicht benutzen, Palette. Okay, schade. Gut, aber hier die Boxen ein bisschen aufräumen. Zack. Der sträubt sich, wa? Der lässt mich hier nicht raus mit dem Paket. Wahnsinn. News. Echo und Trendy. Was ist das? Ozeanplastik wird durch Mikroplastik recycelt in irgendwie in trendige Gadgets verwandelt. Okay. Top. Ja, okay. Gut. Ja, das müssen wir jetzt hier rausfinden. Löten. Das wird eine Weile immer so weitergehen mit den Löten und sowas, mit Reparieren. Und irgendwann wahrscheinlich können wir auch Programme hier. Ne? Wir können dann auch hier Programme skripten und entwickeln. Und ja. Wir müssen halt auch nichts kaufen, so wie ich das sehe, oder? App-Shop, Geschäft. Dazu bei USB-Stick. Router, Server, okay. Stimmt, genau, wir können auch unser eigenes Server-Dings dann anbieten. Und, genau, wäre dann sozusagen Server-Hoster für die Leute. Lizenzen auch, irgendwas. Lizenzen, Windex. Windex, Lines und Boss. Alles klar, so wo Windows heißen, Linux und das andere weiß ich nicht. Alles klar. Gut. Hier kann man auch wieder kaufen. Okay, gut. Ja, denke, das war so der erste Einblick. Könnte interessant werden. Mich würde auf jeden Fall dieses Entwicklerschiene ein bisschen interessieren, was man hier dann so alles machen kann. Und ja, hat es auch gefallen. Würde ich mich über ein Like freuen, auch über ein Abo. Und guck gerne mal auf den Discord vorbei. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüssikowski.